Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aus Staub formte er ein Geschöpf nach seinem Abbild. Der erste Mensch und seine Frau lebten in einem wundervollen Garten, bis sie ihr Glück verscherzten. Die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies markiert die Geburtsstunde der Zivilisation. Im Zeitalter von Wissenschaft und Logik verweisen die meisten Gelehrten die Geschichte vom Garten Eden ins Reich der Legenden. Dabei liefert die Genesis deutliche Hinweise darauf, wo er einst grünte und blühte. Die Reise zum Schauplatz der ersten alttestamentarischen Erzählung beginnt in England. An der Universität von Oxford arbeitet der Historiker David Rowell daran, die Geheimnisse hinter den großen Mythen der Antike zu enträtseln. Der Experte für Altertumsforschung wendet sich einer der spannendsten Aufgaben zu. Er will das biblische Paradies lokalisieren. In der Genesis ist festgehalten, dass Gott im Osten Edens einen Garten schuf. Dort hinein setzte er den Menschen, dass er ihn bebaue und bewahre. Aber die Schlange führte Adam und Eva in Versuchung. Sie missachteten den Befehl des Herrn und wurden verbannt. Laut Bibel spielte sich der Rauswurf aus dem Paradies vor etwa 7000 Jahren ab. Erstaunlicherweise passt die Zeitangabe genau zu einem dramatischen Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte, der Neolithischen Revolution. Um 5000 vor Christus gaben die Jäger und Sammler der Steinzeit ihr Nomadendasein auf. Sie wurden sesshaft. Während der Neolithischen Revolution begannen die Menschen, Tiere zu zähmen und als Vieh auf Weiden zu halten. Sie bauten sogar schon Getreide an. Ein großer Durchbruch und die Basis für die frühen Kulturen. Ist die Geschichte vom Sündenfall möglicherweise die biblische Auslegung dieses entscheidenden historischen Moments? Stehen Adam und Eva, Kain und Abel, stellvertretend für die erste Generation von Ackerbauern der Erde? Und wenn ja, ist dann auch der Garten Eden ein tatsächlicher Ort? Einer der wichtigsten Hinweise auf seine Existenz ist seit vielen Generationen bekannt. Vielleicht haben wir uns einfach nicht ernsthaft genug damit beschäftigt. Der entscheidende Fingerzeig auf die Lage Edens steht im zweiten Kapitel des ersten Buchs Mose. Ziemlich eindeutig beschreibt der unbekannte Verfasser der Genesis nachprüfbare geografische Eckpunkte. In der heute gültigen Fassung der Bibelübersetzung von Martin Luther steht wörtlich: Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila. Und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. In anderen Versionen tauchen Tigris und Euphrat als Hiddekel und Perat auf. Der Text ist reich an Informationen. Zunächst gibt es ein Gebiet namens Eden, mit einer ganzen Reihe geografischer Hinweise auf seine Lage. Dort müssen wir nach einem Garten fahnden, der sich im östlichen Teil befindet. Es liegt nahe, im vorderen Orient zu suchen, in einer Region, durch die sich vier Ströme schlängeln. Die beiden ersten sind sofort gefunden. Unter ihrem griechischen Namen kennt sie die ganze Welt, Euphrat und Tigris. Sie dienten als Taufpaten für das Zweistromland, das antike Mesopotamien, Wiege der westlichen Kultur.
Rätsel geben die beiden anderen auf. Wo fließen Gihon und Pishon? Laut Altem Testament durchzog der Gihon das Land Kusch. Die frühen Kirchengelehrten kannten ein Gebiet dieses Namens, das alte Königreich der Nubier, südlich des Landes der Pharaonen im heutigen Sudan. Wenn Kusch in Nordafrika lag, so folgerten sie, musste der Gihon der Nil sein. Und weil der Nil so weit abseits von Euphrat und Tigris verläuft, vermuteten die Scholaren auch den Pishon in großer Entfernung. Schließlich legten sie sich fest. Auf Indus oder Ganges, den Strömen des indischen Subkontinents. Daraus wiederum schlossen die weisen Männer, dass Eden die gesamte alte Welt umfasste. Das Paradies erstreckte sich von Afrika bis Indien. Aber das will die Genesis sicher nicht sagen. Adam und Eva wurden aus dem Paradies vertrieben und siedelten sich außerhalb seiner Grenzen an. Eden kann also unmöglich die ganze alte Welt umfassen. Bei der Suche müssen wir in einem ganz anderen Maßstab denken, viel kleiner und konkreter. Heute geht die Wissenschaft davon aus, dass der sagenhafte Ort am Zusammenfluss von Euphrat und Tigris mit zwei kleineren Flüssen lag. Beide mündeten in den Persischen Golf. Dazu passt, dass in der Gegend die ersten archäologischen Zeichen einer höheren Kultur entdeckt wurden. David Rowell bezweifelt jedoch diese Theorie. Denn der hebräische Urtext der Genesis liefert einen ganz anderen Hinweis. Dort ist nicht von vier Hauptarmen des Flusses die Rede, sondern dass er sich vier Quellen teilt. Das hebräische Wort für Quelle ist Rosh, wie in Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahr. Eine sinnbildliche Umschreibung für den Beginn des Jahres. Die Schöpfungsgeschichte verwendet den Plural, Roshim. Deshalb glaubt Rowell, dass der Anfang der Ströme, also ihr Quellgebiet, gemeint ist. So vermutet der Brite den biblischen Garten dort, wo die vier Flüsse entspringen, auf jeden Fall nicht an der Stelle, wo sie ins Meer münden. Die Quellen von Euphrat und Tigris liegen in der Bergregion zwischen der Türkei und dem Iran. Wenn der Historiker recht behält, müssen in dem Gebiet auch die beiden anderen Ströme entspringen. Und tatsächlich schlängeln sich von dort aus zwei Gewässer dem Kaspischen Meer entgegen. Gingen sie unter dem Namen Gihon und Pishon in die Bibel ein? Um das herauszufinden, muss Rowell Oxfords heilige Hallen verlassen. Denn grau ist alle Theorie. Der Forscher will sie mit Leben füllen. Es ist Zeit für eine Reise zu den Ursprüngen der frühen Hochkultur. Gegen Ende der Steinzeit beschritt die Menschheit im heutigen Iran den Weg in die Zivilisation. Nach fast 4000 Kilometern Strecke kommt es dem Reisenden vor, als sei er in der Vergangenheit gelandet. Dabei zählt der Iran zu den wichtigsten islamischen Ländern des 21. Jahrhunderts. Zugleich ist er Teil einer umkämpften, politisch hoch instabilen Region. Im Jahr 1979 stürzte Reza Pahlavi, der letzte Schah von Persien. Der strenggläubige Ayatollah Khomeini übernahm die Macht. Heute regieren seine Nachfolger die Islamische Republik. Doch das Land steht auch für eine lange und glanzvolle Geschichte. Die zahlreichen Legenden der Einwohner beruhen auf historischen Ereignissen. Eine davon ist die Erzählung vom Garten Eden. Die drei großen Religionen des Vorderen Orients künden von ihm: das Judentum, das Christentum und der Islam. Das Alte Testament mit der Schöpfungsgeschichte soll vor etwa 3000 Jahren entstanden sein, mit Inhalten aus noch älteren Überlieferungen.
Die Inhalte der Genesis waren schon in der alten Welt bekannt, lange bevor die Israeliten sie hörten. Was wir in der Bibel lesen, ist die Nacherzählung von Geschichten, die im alten Iran und in Mesopotamien weit verbreitet waren, aber mit einer ganz neuen theologischen Wendung. Statt vieler verschiedener Götter gibt es nur einen Gott. Interessant ist, dass die Erschaffung des Menschen in den alten Geschichten eher ein nachträglicher Einfall war. In der Genesis dagegen ist sie der Höhepunkt im Wirken Gottes. Nicht nur in den biblischen Schriften hat sich die Erzählung erhalten. Das beweist ein 4000 Jahre altes Rollsiegel aus Mesopotamien. Ausgerollt zeigt das Siegel eine männliche Figur auf einem Thron neben einer weiblichen Figur. Zwischen ihnen steht ein Baum, schwer mit Früchten beladen. Rechts hinter der Frau versteckt sich eine Schlange. Ein bekanntes Motiv und vielleicht die älteste Darstellung der Versuchung von Adam und Eva. Auf überraschende Zusammenhänge stoßen Wissenschaftler aber auch, wenn sie die Texte des Alten Testaments auf verborgene Hinweise abklopfen. Vertraute und oft benutzte Wörter und Redewendungen aus der Bibel können dabei äußerst aufschlussreich sein. Vor allem, wenn die Heilige Schrift in der Originalsprache analysiert wird. Auch der Begriff Garten Eden, auf Hebräisch Gan Ba'aden, gehört zu diesen Schlüsselwörtern. So steht die Silbe Gan für einen ganz besonderen Typ von Garten. Ein Gan musste stets ummauert oder eingefriedet sein. Die Perser wiederum kannten ein eigenes Wort für einen umzäunten Park oder königlichen Garten. Sie nannten ihn Paridesa, Paradies. Vier Kanäle bewässern die prachtvolle Anlage von Isfahan. Sie symbolisieren die vier Flüsse von Eden. Vom Balkon des Palastes in Isfahan habe ich einen guten Blick auf den königlichen Garten mit seinen typischen Merkmalen. Die große Einfriedungsmauer, den Brunnen und das Becken, Symbole für das Quellwasser im biblischen Eden. Die vier Kanäle unterteilen die Anlage symmetrisch. Diese Art der Anlage wird auch persischer Garten genannt. Tausende Kilometer weiter östlich prangt das gleiche architektonische Grundmuster vor einem der berühmtesten Gebäude der Welt, dem Taj Mahal. Wie kommt der Paradiesgarten nach Indien? Sozusagen als Kriegsbeute. Chinggis Khan überrannte 1218 sengend und plündernd Persien. Aber bald war der grausame Eroberer von der hohen Kultur der Eroberten tief beeindruckt. Als Chinggis Nachfahren das mächtige Mogulreich in Indien gründeten, brachten sie die persische Idee vom Paradies mit. Ihre Umsetzung fand sie im Taj Mahal. Über seinem Eingang steht wörtlich: Ihr betretet das Paradies. Herzstück seines viergeteilten Gartens ist das Wasserbecken. Auch dort stellen die vier Kanäle, die vom Zentrum ausfließen, die Ströme Edens dar. Die weiße Kuppel des Prachtbaus überstrahlt die Anlage. Sie verkörpert den Thron der Herrlichkeit, den schneebedeckten Berg Gottes. Ein persischer Architekt baute das Monumentalwerk. Ein steingewordenes Paradies als Mausoleum für Shah Jahans Lieblingsfrau Mumtaz Mahal. Aber von wem bezogen die Perser ihre Vorstellung vom mythischen Garten der ersten Menschen? Entstammte sie einer noch älteren Tradition? Wieder sitzt David Roll auf gepackten Koffern. Er will auf Spurensuche gehen. Sein Ziel? Die südliche mesopotamische Ebene. Als Dolmetscher hat er Nizam engagiert, einen Kenner der zahlreichen lokalen Dialekte. Salam. Good to see you. Die kleine Expedition bewegt sich auf historischem Boden, dem uralten Land der Sumerer. Sie gelten als erste Hochkultur der Welt, lange vor den Ägyptern am Nil und den Chinesen am Gelben Fluss.
Die Ursprünge der Sumerer liegen im Dunkeln. Gegen Ende der neolithischen Revolution um 5000 v. Chr. Bauten sie die ersten Dörfer. Das alte Volk ließ sich in einer fruchtbaren Ebene nieder. Zwischen den beiden berühmten Strömen aus der Genesis, Euphrat und Tigris. An ihren Ufern gründeten die Siedler um 3500 v. Chr. Die ersten Städte der Welt. In den Zentren türmten sie gewaltige Stufentempel auf, die Zikkurats. Die Sumerer stellten die Zikkurats als künstliche Berge in die flache Landschaft. In die Tempel sollten die Götter umziehen, die ursprünglich auf Berggipfeln wohnten. Tatsächlich deutet vieles darauf hin, dass die erste Hochkultur aus dem Gebirge nach Mesopotamien einwanderte. Auf jeden Fall pflegten die Sumerer auffallend enge Beziehungen zu einem Volk im Zagrosgebirge. Vor 4000 Jahren schrieben sie dafür so etwas wie einen Reiseführer. Das Versepos Enmeka, mein Herr von Arata. Das Werk erzählt vom sumerischen König Enmeka. Er schickte einen Gesandten mit einer Botschaft zum Herrscher eines geheimnisvollen Landes im Nordosten. Sein Ziel? Das Königreich Arata. Dort gab es Gold und Edelsteine im Überfluss. Auch in der Genesis steht, ein Teil von Eden sei damit reich gesegnet. Niemand weiß sicher, wo das mysteriöse Königreich lag. Aber immerhin ist bekannt, wo die Reise des sumerischen Botschafters begann. Das in Stein gehauene Versepos beschreibt, wie der Gesandte in Susa aufbricht. Die berühmte uralte Stadt mit ihren prächtigen Palastbauten liegt in der weiten Ebene des Flusses Karhe im südwestlichen Iran. Genau dort beginnt David Rowles kleines Team 4000 Jahre später seine Expedition auf den Spuren des königlichen Boten. Rowell hält sich so eng wie möglich an die Route aus dem Epos Enmeka, mein Herr von Arata. In sumerischer Keilschrift, der ersten Schriftart der Welt, steht dort zu lesen: Der Gesandte beherzigte die Worte seines Königs. Er reiste in sternklaren Nächten. Bei Tag fuhr er mit dem Sonnengott Hutu am Himmel. Von Susa bis ins Bergland Anshan krochen die Menschenmassen im Staub. 5 Tore, 6 Tore, 7 Tore durchschritt er. Er hob die Augen, als er sich Arata näherte. Auf seinem Weg bedeckte der Gesandte seine Füße mit dem Staub der Straße und wirbelte den Kies der Berge auf. Wie eine riesige Schlange durchstreifte er die Ebene und niemand widersetzte sich ihm. Soweit das Epos. Auf seinem langen Marsch durchschritt der Reisende 7 Tore, damals ein gängiger Name für Pässe oder Schluchten. Die 7, eine magische Zahl in vielen Religionen. 7 Stufen hat die Himmelswelt in der jüdischen Überlieferung. Eine Elfenbeinschnitzerei aus dem Mittelalter zeigt die 7 Ebenen des christlichen Paradieses. Adam und Eva neben dem Baum des Lebens, im 7. Himmel. Noch heute sagen die Menschen, sie seien im 7. Himmel und wähnen sich dabei im Paradies. Es mag ein bisschen seltsam erscheinen, in einem sumerischen Epos nach Anhaltspunkten für das biblische Eden zu suchen. Aber das Werk liefert noch einen wichtigen Hinweis. Am Ende steigt der Gesandte von einem Berg in die weite Ebene von Arata herab. Das sumerische Wort für Ebene heißt Edin. Die meisten Forscher glauben, das biblische Eden leite sich von Edin ab. Wie Irvine Finkel, der Sumerer-Experte des Britischen Museums in London.
Es scheint ziemlich klar, dass sich der Name Eden vom hebräischen Aden ableitet. Dieses biblische Wort wiederum stammt von einem sumerischen Begriff, der gewöhnlich E-D-E-N oder E-D-I-N buchstabiert wird. Das Wort Edin wurde in Keilschriften und sumerischen Inschriften gewöhnlich für die Steppe außerhalb einer Siedlung oder einer Stadt verwendet. Es war das Gebiet jenseits der bewirtschafteten Fläche. Also heißt Eden einfach Ebene oder unbebautes Land. Die Expedition zieht weiter in Richtung Norden. Nach dem geschäftigen Treiben im Flachland erwartet sie nun ein herber Kontrast. In vielen Regionen der kurdischen Berge hat sich die Lebensweise über Jahrtausende hinweg kaum verändert. Erst in der rauen Bergwelt erhält David Roll einen ungefähren Eindruck davon, wie die Welt des Alten Testaments beschaffen war. Während der Fahrt hat das Team innerhalb eines Tages die ersten vier Tore durchquert, die der Gesandte auf dem Weg nach Arata passieren musste. Der Bote brauchte vermutlich einen Monat für den Gewaltmarsch zu Fuß. Ganz in der Nähe liegt ein besonderer Ort. Dort geschah vor fast 200 Jahren etwas Außergewöhnliches, das unsere Reise erst ermöglicht hat. Im Zagros-Gebirge gelang Mitte des 19. Jahrhunderts ein spektakulärer Fund. Ohne ihn wäre die Geschichte des Boten von König Enmekar wohl unbekannt geblieben. Im Jahr 1844 erforschte der englische Offizier Henry Rawlinson die alten Monumente Persiens. In einer Felswand in Behistan stieß der Brite auf uralte Reliefs und Inschriften. Sie erzählen, wie Darius I. seine politischen Feinde besiegt und den persischen Thron erringt. Ein königlicher Erlass umrahmt die Abbildung. Sein Text entpuppte sich als die eigentliche Sensation. Die antiken Bildhauer hatten ihn in drei Sprachen in den harten Stein gemeißelt: Babylonisch, Elemitisch und Altpersisch. Persisch konnten die Wissenschaftler lesen, Babylonisch und Elemitisch blieben ihnen ein Rätsel. Rawlinson wollte alle drei Versionen kopieren. Wenn sie Wort für Wort miteinander verglichen werden, so hoffte er, ließe sich vielleicht der Code der beiden ältesten Sprachen endlich knacken. Mutig kletterte der Offizier die 60 Meter hohe Felswand zu den Inschriften hinauf. Der erste Schritt auf dem Weg zur Entschlüsselung von Tausenden von Dokumenten aus den Ruinenstädten Mesopotamiens war getan. Henry Rawlinson war sich bewusst, dass er die Inschriften für alle, die daran später arbeiten wollten, nur durch Kopieren zugänglich machen konnte. Also musste er in der steilen Felswand mühsam Papierabdrücke anfertigen. Rawlinson beschreibt anschaulich, wie sie die Seile hochmanövrierten und Pappmaché auf die Felsoberfläche pressten, um die Abdrücke zu machen. Die Kopien bildeten die Grundlage für die Arbeit der Entzifferer. Der Offizier war sehr mutig, denn der Ort so hoch oben war schwer zugänglich. Es war also ein ziemlich dramatisches Unterfangen. Der Wind heulte, alles schwankte, aber Rawlinson sagte, wir brauchen jedes einzelne Zeichen. Ohne die Inschriften hätten wir die Keilschrift tatsächlich nie entziffert. Rawlinsons Tollkühnheit, seinem Forscherdrang und nicht zuletzt seinen Kletterkünsten ist zu verdanken, dass neben der Bibel auch andere historische Quellen Einblick in die urzeitliche Welt der Genesis geben können. Als um das Jahr 1850 eine zerbrochene Tafel in den Ruinen von Ninive im Irak freigelegt wurde, fand niemand darauf etwas Auffälliges. Erst die Übersetzung 20 Jahre später sorgte für eine Sensation. Denn der Inhalt war seltsam bekannt. Zum ersten Mal spiegelte sich in den Schriften einer anderen Kultur ein biblisches Thema wider, die Sintflut. Die 3000 Jahre alte Tafel erwies sich als Teil des Epos über den legendären König Gilgamesch. Der Text erzählt von einer großen Flut, einem Helden, der ein Boot baut, und einer Taube, die nach trockenem Land sucht.
Die Veröffentlichung des Textes fand ein enormes Echo. Die Menschen waren schon immer auf der Suche nach der archäologischen Überprüfbarkeit von biblischen Themen. Es gab ein fieberhaftes Interesse an allem, was sich auf die Bibel bezog, und diese Entdeckung war besonders spektakulär. Wenn man die Übersetzung des Gilgamesch-Epos und danach noch einmal die Bibel liest, merkt man, wie frappierend ähnlich sich die Texte sind. Trotz dieser Erfolge durch Rawlinson stehen wir vor einem Problem. Hier an der Quelle des Flusses Kahe verliert sich die Spur des Gesandten auf dem Weg nach Arata. Es sind noch drei Tore übrig, aber der sumerische Reiseführer verrät nicht welche. Eine andere Inschrift hilft vielleicht weiter. Eine Tontafel aus dem Louvre in Paris beschreibt einen Feldzug im 8. Jahrhundert vor Christus. Der mächtige Assyrer Sargon II. Zog gegen das Königreich Aratu in den Krieg. Wie Enmekars Gesandter überquerte auch Sargons Armee 7 Bergketten. Im Unterschied zu der sumerischen Inschrift verrät diese Tafel den genauen Weg. Ich, Sargon, König von Assyrien, brach in Kalgu auf und überquerte den großen Azar während der Flut. Ich marschierte zwischen hohen Bergen, die mit vielerlei Bäumen bedeckt sind und deren Pfade nie das Tageslicht sehen. Über 7 Berge schritt ich mit großen Mühen. Dann überquerte ich die Flüsse Rupa und Arata, als wären sie Bewässerungsgräben. Nach Surikash im Land Manahan stieg ich hinab. Sargon marschierte auf das alte Surikash zu. Heute liegt dort die kurdische Stadt Sakkes. Der Feldzug führte über 7 Bergpässe und den Fluss Arata. Das Heer erreichte die Ebene oder Edin von Aratu, dem Ararat aus der Heiligen Schrift. Auch Enmekars Gesandter wanderte über 7 Pässe nach Norden. Auch er stieß zur Ebene von Ararat vor. So gut wie sicher ist derselbe Ort gemeint. So weiß nun auch David Rowell, wohin seine Reise geht. 4 Tore hat der Brite schon passiert, 3 liegen noch vor ihm. Hinter den hohen Bergketten im Norden muss sich der langgesuchte Ort verbergen. 2 Könige aus großer Zeit, der Sumerer Enmekar und der Assyrer Sargon, haben sich tausende von Jahren später als zuverlässige Reiseleiter erwiesen. Als der Gesandte das 7. Tor erreichte, wusste er, dass seine Reise fast beendet war. Jenseits des Passes lagen die Ebene Edin, das biblische Eden und das legendäre Arata. Das Paradies winkte. Er war im 7. Himmel. David Rowell hat die Spur wieder aufgenommen. Von Sakkes aus fährt er auf der Landesstraße 1 genau nach Norden. Stimmen die Schlussfolgerungen des Historikers? Dann müsste der Garten Eden nun schon in greifbarer Nähe liegen. Noch stellen sich den Briten 2 gewaltige Hindernisse in den Weg. Der Urumje-Salzsee und eine Gebirgskette, beherrscht von dem 3700 Meter hohen Vulkan Sahand. Schließlich hat niemand behauptet, der Weg über die 7 Stufen zum Paradies sei ein Spaziergang. Vor der letzten Etappe sollten wir aber noch einmal in der Genesis nachprüfen, ob wir wirklich am Ziel sind. Rowell muss in der Region nach den fehlenden 5 Landmarken aus der Bibel suchen. Den Flüssen Gihon und Pishon, den Ländern Kusch und Havila und zuletzt dem Strom, der durch den Garten Eden fließt. Schnellste Suchhilfe, ein Satellitenbild der Gegend. Wie im Alten Testament beschrieben, liegt im Osten der Ebene ein langes, fruchtbares Tal. Nach Norden und Süden hin schützen es hohe Berghänge. Im Westen begrenzt Sumpfland als Ausläufer des Urumje-Sees das Gebiet. Am Talende gegenüber ein Bergpass. Das östliche Tor. Mitten durch die Ebene verläuft ein Fluss,
Er mündet in den Salzsee. Im angrenzenden Norden verlaufen mehrere Nebenarme des Aras. Der mächtige Fluss liefert den entscheidenden Beitrag zur Lösung des Rätsels. Ein Dokument aus der Zeit der islamischen Invasion in Persien beweist, noch im 7. Jahrhundert war der Aras unter dem Namen Gihun bekannt. Und laut der Genesis bewässerte der Gihon das Land Kusch. Ich wollte es kaum glauben. Der alte Name der Region am Gihun lautet ebenfalls Kusch. Ein Gipfel hier heißt heute noch Kushadag, Berg von Kusch. Die Entdeckung widerlegt die Positionsbestimmung der frühen christlichen Gelehrten. Sie kannten nur ein Kusch, das alte Nubierreich in Nordafrika. Das dritte der vier mythischen Gewässer aus der Schöpfungsgeschichte ist enttarnt. Auch der letzte gesuchte Fluss verläuft genau dort, wo das erste Buch Mose ihn vermuten lässt. Heute heißt er Quetzal-Uzan. Sein moderner iranischer Name verrät kaum, dass der Strom ursprünglich als Pishon bekannt war. Doch die Genesis liefert deutliche Anhaltspunkte. Der Pishon soll sich durch das ganze Land Havila geschlängelt haben. Havila, ein Gebiet mit reichen Vorkommen an Gold und Edelsteinen. Noch heute trägt der Quetzal-Uzan das edle Metall mit sich, daher auch sein Name. Das Wort Quetzal bedeutet golden. Doch noch fehlt das letzte, entscheidende Beweisstück des geografischen Puzzles. Es verbirgt sich in der Geschichte von Kain und Abel. Nachdem Gott Adam und Eva aus dem Garten Eden verbannt hatte, mussten die ersten Menschen im Schweiße ihres Angesichts die Erde bebauen. Eva gebar unter Schmerzen zwei Söhne. Abel wurde Schafhirte, Kain Ackerbauer. Beide bereiteten ein Opfer für Gott vor. Kain breitete die Früchte des Feldes aus. Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Doch Gott betrachtete nur Abels Gaben mit Gefallen. Im Herzen des benachteiligten Bruders keimten Bitterkeit und Groll. Gott wies ihn zurecht, woraufhin der Gemaßregelte die schwerste Sünde beging. Der erste überlieferte Totschlag führte zur zweiten Verbannung. Gott verfluchte den Mörder. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Weiter heißt es, so ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nod, jenseits von Eden, gegen Osten. Die entscheidende Textstelle. Das Gebiet im Osten der Karte wird noch heute Oberes und Unteres Nochdi genannt. Nochdi bedeutet zu Nod gehörend. Das Nod der Genesis? Wenn ja, wäre der Brudermörder gar nicht so weit vom Tatort weggewandert. Für die Autoren der Bibel war es gängige Praxis, fremde Namen in hebräische Wörter umzuwandeln. Nod heißt im ursprünglichen Sinn Umherziehender. Demnach prägte also Kain selbst den Namen dieser Landschaft. David Rowell macht sich auf den letzten, kurzen Wegabschnitt. Der britische Historiker kann zufrieden sein. Er ist sich sicher, die Flüsse Gihon und Pishon, die Länder Havila und Nod geografisch aufgespürt zu haben. Nun folgt er der Straße in Richtung Westen. Damit beschreitet er genau den umgekehrten Weg der Verbannung von Kain und zuvor von Adam und Eva. Denn im Westen liegt der Garten Eden. Das verlorene Paradies auf Erden, verspielt durch den Leichtsinn der ersten Menschen. Sündenfall und Vertreibung, Schlüsselszenen im ersten Buch Mose. Und Gott ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Baum des Lebens. We think of Cherubim. Bei Cherubim denken wir an pausbäckige kleine Engel mit Flügeln. Aber die Forschung weiß, dass sich diese Flügelwesen von den Kuribu des alten Babylon und Mesopotamien ableiten, den Wächtern heiliger Städte und Tempel.
Im britischen Museum steht eine ganze Reihe Kegelbienen. Große, geflügelte, furchterregende Wesen. Genau die richtigen Eigenschaften für ihre Aufgabe im Garten Eden. Sie verwehrten Adam und Eva den Zutritt als Strafe für den Ungehorsam gegen Gott. Im Nordi-Gebiet erhebt sich der Ort Karuabat, übersetzt Siedlung des Karu-Volkes. Vielleicht leitet sich der Name Cherubim von den Karu ab. Zumindest schmückten sich ihre Schamanenpriester mit Geierflügeln. Und die lodernden Flammenschwerter? Möglicherweise die poetische Verklärung der berüchtigten Gewitter, die rund um den Vulkan Sabalan toben. Endlich betreten wir den Garten Eden durch das östliche Tor, über die Straße der Verbannung. Ein wirklich seltsames Gefühl. Wir kehren zurück an den Ort, den Adam und Eva vor 7000 Jahren verließen. Der erste Anblick, ein Schock. Statt idyllischer Natur bedeckt Beton die Ebene. Der Garten Eden spurlos verschwunden, geschluckt von einem riesigen Ballungsraum. Entweiht von der Moderne mit ihren Wohnblocks und Fabriken. Die ausufernde Stadt ist Thebes, ein mächtiges Zentrum schon seit Jahrhunderten. Im Spätmittelalter Hauptstadt der Ilkane zählt sie heute 1 Million Einwohner. In gewissem Sinn hat sich die biblische Prophezeiung bewahrheitet. Der Mensch kann nie wieder ins Paradies zurückkehren. Einen Ort hat die Zivilisation bislang verschont. Fernab des lauten Treibens ragt südlich von Thebris ein majestätischer Gipfel aus der Ebene heraus. Der Vulkankegel des Sahand. Vielleicht der Schauplatz eines weiteren Kapitels aus der Bibel. Das Buch Hesekiel berichtet vom Berg Gottes in der Landschaft von Eden. Zumindest ist an den Abhängen des 3000ers zu ahnen, wie die ursprüngliche Welt der Schöpfungsgeschichte aussah. Doch warum haben die Verfasser der Heiligen Schrift gerade diesen Ort zum irdischen Paradies erkoren? Warum waren sie sicher, dass von dort aus die Geschichte der Menschheit ihren Anfang nahm? Den Zeitangaben der Bibel zufolge lebten Adam und Eva im Garten Eden etwa 1000 Jahre, bevor die Sumerer die ersten Städte bauten. Im gleichen Zeitraum spielte sich die Neolithische Revolution ab. Die Sesshaftwerdung der Nomadenvölker läutete das Ende der Steinzeit ein. Eine zentrale Rolle dabei spielten die Schauplätze der Genesis. Die Neolithische Revolution war der vielleicht wichtigste Durchbruch in der Lebensweise des Menschen. Sie ist das Fundament für die Kulturen der Antike. Feste Siedlungen entstanden. Zum ersten Mal betrieben die Menschen Landwirtschaft und Viehzucht. Es dauerte nicht lange, bis aus den Dörfern kleine Städte und schließlich Großstädte wurden. Ohne Landwirtschaft hätte es nie eine größere Stadt auf der Erde gegeben. Ausgrabungen zeigen, dass die Täler des Zagros-Gebirges im West-Iran eine Vorreiterstellung einnahmen bei der Veränderung von Jägern und Sammlern in Bauern und Viehhalter. Im Höhlendorf Kandovan am Fuße des Vulkans Sahand kann der Reisende die Lebensweise des neolithischen Adam fast greifbar spüren. Auch der Schöpfungsmythos des alten Mesopotamien entstand in jener Region. Demnach wurde der Mensch erschaffen, als sich das Blut eines erschlagenen Gottes mit Lehm mischte. Die Siedler der Neusteinzeit verwendeten rote Erde für ihre Rituale. Wir wissen, dass roter Ocker für Bestattungsriten verwendet wurde. Der Tote wurde damit bedeckt, manchmal auch nur seine Knochen. Es verrät viel über die Symbolik im Handeln der frühen Menschen. Wir werden als blutige Bündel geboren. Wenn wir die Welt verlassen und in die nächste übergehen, müssen wir ebenfalls mit Blut bedeckt sein, was der rote Ocker symbolisiert.
Auch die Heilige Schrift erzählt, wie Gott den ersten Mann aus der lehmigen Erde von Eden formte und ihm seinen Atem einhauchte. Der Name Adam bedeutet ursprünglich nichts anderes als rote Erde. Ob Adam und Eva historisch jemals existiert haben, wird wohl ein Geheimnis bleiben. Dass sie tatsächlich als erste Menschen auf der Welt lebten, stand für die Verfasser der Genesis fest. Für die Israeliten verkörperte der Urvater aus Eden die 10. Generation vor Noah. Völlig unmöglich wäre ihnen die These erschienen, dass Adam und Eva nur erfundene Symbolfiguren für steinzeitliche Siedler sein könnten. Eine sehnsüchtige Vorstellung vom verlorenen Paradies schlummert bis heute in jedem Menschen. Erfüllt sie mit eigenen Fantasiebildern. Wie das liebliche Tal vor 7000 Jahren tatsächlich ausgesehen haben muss, kann die Klimaforschung verraten. Westliche Winde trieben damals feuchtwarme Luft aus dem Mittelmeerraum in die lange, enge Ebene. Dadurch entstand ein einzigartiges Mikroklima. Die hohe Feuchtigkeit förderte eine üppige Vegetation mit einer erstaunlichen Vielfalt an Bäumen. Ihre Früchte waren wohlschmeckend und verlockend, genau wie das Alte Testament sie beschreibt. Im tiefen roten Boden an den Berghängen wuchsen Äpfel, Aprikosen, Mandeln und Pistazien im Überfluss. Wilder Wein rankte an den abfallenden Terrassen. Die Rebstöcke waren schwer behangen mit köstlichen grünen Trauben. Durch das idyllische Gartental strömte der breite Fluss. Kein Ort auf Erden kann jemals schöner sein als ein verlorenes Paradies.